Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Einfach Schön. Einfach Schön beschäftigt sich heute mit der Haut mal wieder. Und zwar geht es darum, wie peelt man am besten oftmals die Peelings, die es so zu kaufen gibt, umso billiger, umso grausamer, sagen wir mal, weil da oftmals mit Sand oder Kunststoffpeeling wollen wir ja überhaupt gar nicht mehr haben. Oftmals wird die Haut angeritzt dadurch mit Mikroschnitten, je nachdem, was aus Peeling besteht. Dann verhornt die noch schneller, man macht noch mehr und verhornt noch schneller, also so ein Teufelskreis. Die meisten wenden auch nicht richtig an. Nee. So, welches Peeling ist jetzt gut, welches nicht? Schwierig zu beantworten als Ferndiagnose. Aber es gibt ja jetzt ein Heimgerät, das gibt es schon länger, nur jetzt ist es halt eine gute, bezahlbare Variante. Link zum Kaufen ist auch in der Beschreibung, ist ein Infinity-Link. So, der Ultrasonic Ionic Skin Scrubber sieht so aus jetzt in der Verpackung. Spiegelt sich wieder alles hier drin, so, jawohl. Und es gibt ganz viele davon, nur hier, ich habe einige getestet und den finde ich preis-leistungsmäßig top. Um die 40 Euro kostet er, ich glaube sogar inklusive Versand. Er ist für die Preis-Leistung ist er sehr gut und zur Heimbehandlung effektiv. Ja, gut. So sieht's aus, so packt man ihn aus, ist noch ein bisschen nett gemacht. Allerdings geht es ja schon wieder los, ne? Die Chinesen veräppeln uns schon wieder. Dabei ist natürlich ein Ladekabel, das ist schon klar. So eins, ne? Was man heute ja fast an alle Geräte hat, was ich immer sehr praktisch finde. Mittlerweile, ich habe ja auch viele Geräte in der Praxis, die so geladen werden. Ich habe da so einen 4-5er Stecker, wo USB reinkommt und da hängt der ganze Mist dran und dann ist das gut. Ne? Dazu ist hier zum Einstecken allerdings die amerikanische Variante. Dann schicken die so einen Adapter mit. Sag ja, die veräppeln uns ja immer wieder. Ne? So. So ein Adapter für bei uns in der Steckdose finde ich schon mal als erstes kritisch. Wenn man das so jetzt, ne, und käme hier dazwischen, kriegt man schon mal eingehuscht. Also sicher ist das nicht. Vor allen Dingen, das hier passt in keine Steckdose. Weil wir haben ja, ne, da ist das hier viel zu groß. Ich glaube, in der Schweiz, die haben so flache, wo man so... Aber wir sind ja sicherheitsfanatisch in Deutschland und was auch gut so ist, weil kleine Kinderfinger, ne, und das war's dann. Also das geht nicht. Aber wie gesagt, sowas braucht man ja auch nicht zwingend, weil wir haben ja alle mittlerweile Handys reichlich und Kram, wo man das auch reinsteckt. So werden ja auch die Handys mittlerweile geladen. Oder im Auto, überall gibt es mittlerweile die USB rein und dann lädt es auch. Ne? Also da wollen wir uns mal nicht abschrecken lassen von dem Preis. So, jetzt aber zu dem Gerät. Es ist ganz einfach. So kommt es an. Da ist Schalter, richtig ordentlich. Hier ist noch eine Schutzkappe drauf. So, und hier sieht man eine Einkerbung. Ne? Das ist gedacht dafür, dass man das hier wunderbar an der Nase oder halt so rum kann man dann, ne, einen guten Druck verwenden, aber nicht, dass das Ding hin und wieder rauskommt. Ne? Das nicht. So, jetzt sind zwei Einstellungen dran, also es ist on-off. Ich mache mal hier näher. On-off. Dann einmal zum Reinigen, einmal für Sachen rein zu transportieren in die Haut und Plus und Minus für stärker oder schwächer. Das
am besten lässt man in der Mittelphase stehen, dann ist es gut und fertig. Ne? Hat man jetzt eine starke Aknehaut, könnte man auf Plus gehen, damit das noch ein bisschen stärker wird. Ne? So, die Haut wird gereinigt vorab, mal zur Sache, um was es eigentlich geht. Ne? Dann die Haut befeuchten. Das ist ganz wichtig, muss immer feucht sein, nichts mit trocken, dann hilft das nicht. So, dann machen wir an. Und jetzt ist immer in diesem Reinigungsmodus. Ich komme mal nah, dann könnt ihr sogar sehen, was da passiert. Ich hoffe, man kann es sehen. Das entsteht dadurch, dass natürlich jetzt Wasser drauf ist, ist klar. Das wird in die Haut. Ja, ich erkläre es einfach. Wird in die Haut praktisch reingepresst, getrommelt und wieder rausgezogen. Man kann es einfach erklären. Ne? So, und eine bessere und tiefere Reinigung gibt es nicht. Und schon gerade. So, wenn man das jetzt gemacht hat, im Gesicht, also ganz witzig hier so, wenn man das dann hier auf der Nase und so hier so macht, ne? Dann kommt da Öl raus. Man kann auch große, dicke Mitesser. Die kann man dann, sagen wir mal, so, wenn jetzt hier der Mitesser wäre, so. Und von der anderen Seite dann das Gerät. Das hat ja auch ein bisschen vibriert, das ja und so. Und dann kommt der raus. Und also eine gute Sache. Wie gesagt, in der Praxis haben wir das in groß. Ne? Kann man schön die Haut mit reinigen. So, wie gesagt, wenn das fertig ist, dann macht man Toner drauf und dann hat man ja irgendeine Creme, sagen wir mal ein Serum oder eine Ampulle, ne? Sollte man ja ab und zu mal machen und dann, jetzt habe ich hier natürlich wieder die Sau gemengt, so wie man mich kennt, so und dann stellt man das, macht man an und dann geht man auf dieses andere. Da taktet das nur so. Und dann geht man mit der Seite hier drüber. Und dann wird das Produkt in die Haut eingeklopft. Das merkt man auch. Also ist nichts Schlimmes, ist eine angenehme Sache. Und das ist natürlich gerade für Essenzen oder Ampullen, kriegt man die so tief rein, wie tiefer geht halt nicht so von Hand, ne? Ohne Spritzernadel und sonstiges. Und zieht natürlich super schnell ein und es kann so schnell nicht mehr rauskommen. Das finde ich auch eine schöne Sache. Für ein Gerät für 40 Euro ist das eine tolle Sache. Also so ist immer Reinigung und so ist immer reinklopfen. Ne? Also kann man sich auch einfach behalten. Jetzt, für das ich dann hier die Sau gemengt habe, ist das schon mega eingezogen. Ne? Ja, und das war's auch schon. Mehr gibt es zu dem Gerät nicht zu sagen. Und das ist die beste Reinigung ever, die man daheim seine Haut ja, antun kann, sozusagen. Ne? Wie gesagt, ja. Der Link ist unten in der Beschreibung. Wenn ihr da drauf drückt, seid ihr direkt bei Amazon bei dem Produkt. Und es ist ein Infinity-Link, da erkläre ich auch nicht. Steht zwar immer dabei, aber wir sind ja für Transparenz. Wenn ihr das da drüber kauft oder noch mehrere Sachen dann bei Amazon darüber, kriege ich da einen Hauch an Prozenten. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Es ist minimal, aber das sind halt, ne? Um mir weiter zu helfen, dass ich immer wieder solche Sendungen machen kann. Zum Beispiel. Ne? Ja, nach Gebrauch sauber machen geht auch einfach. Ich mache immer den Schutz drauf. Und dann ist die Sache erledigt. Das war's schon. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich beantworte die natürlich sehr gerne. Und ja, mein Name war Bernd Manfred Brück. Bis bald. Wenn ihr keine Sendung verpassen wollt, drückt auf Abonnieren, ist kostenlos. Man wird auch nicht zugespammt mit E-Mails oder sonstigem. Und ganz wichtig, drückt auf die Glocke, damit ihr Bescheid bekommt, wenn ein neues Video da ist.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.